Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Und der gute Tom Arter hat uns etwas von die da oben mitgebracht. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau wie du schon gesagt hast, wir haben heute das Format Die da oben. Das ist aus dem Funkbereich, also von unseren Gebührengeldern finanziert. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk für Jugendliche quasi. Und da sehen wir jetzt den Beitrag. So kritisch sehen wir Migration wirklich. Naja, bin ich aber gespannt, wie kritisch wir Migration wirklich sehen. Also ich sehe es schon sehr kritisch. Ich mag das Studio, in dem er sitzt. Diese Das drei sieht tatsächlich nackten ganz gut Leitungen aus. da, naja. Ich finde es irgendwie ganz nett. Also mit dem Holztisch und der Pflanze vorne. Ich finde es in Ordnung. Er ist nicht ganz im oberen Management, sonst wäre das die bewässerte Pflanzenwand, Ja, weißt das du? stimmt, ja. Okay, Ja, da haben schauen sie wir jetzt mal mal mit rein Absicht so getan, als würden sie sich nicht übelst was leisten von unseren Geldern. hier. Okay, wir schauen rein. Viel Spaß. Leute, das Thema Migrations- und Asylpolitik beschäftigt uns momentan so sehr wie schon lange nicht mehr. Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen schreiben diverse Medien. Der mutmaßlich Mutmaßlich? islamistische Anschlag in Aha. Solingen. Aha. Deutschland Befeuert ist halt Asyl- ein und Clownsland, ne? Du Sicherheitsdebatte kannst oder in der stundenlang Allahu Akbar schreien und ist es dann mutmaßlich, ne? Ja, das werden die halt so lange sagen, bis die endlich ihr gewünschtes Ergebnis haben, dass irgendein Gericht urteilt, ja, der hatte psychische Probleme, weil der Anwalt ihm geraten hat, hier, du hast doch Stimmen gehört, ja? Und sagt er brav, ja, ich habe Stimmen gehört, und dann war es nichts Islamistisches, sondern einfach was anderes, einfach Halt psychische Probleme. geisteskrank, ja. Wobei man dazu sagen muss, hier bei diesem angeblich mutmaßlich islamistischen Anschlag, ich meine, der IS hat sich ja dazu sogar bekannt. Und Das muss ja nichts heißen. Der Attentäter selbst hat sich ja meines Wissens auch zum IS bekannt. Er hatte ja auch ein Bekennervideo gedreht, unmittelbar vor der Tat in der Innenstadt. Ganz kurz noch zu der Sache habe ich auch vor kurzem ein Video von Irfan Pezi gesehen, das fand ich großartig. Er hatte nämlich geguckt, in welche Moschee der wohl gegangen ist, der Attentäter. Oho. Weil es gibt eine salafistische Moschee in Solingen. Und auf dem Weg, also wenn du von der Moschee zum Tatort gehen würdest, genau dazwischen hat er sein Bekennervideo gedreht. Und da Also er ist, kam sozusagen frisch aus der Moschee mit großer könnte man Wahrscheinlichkeit. stark davon ausgehen tatsächlich, ja, dass er frisch aus dieser salafistischen Moschee kam. Also schaut bei Irfan Pezi rein, ganz großartiger Mann. Der hat das mal wieder sehr gut recherchiert. Er kennt sich ja hervorragend aus mit dem Thema Islam. Ja. Aber gut, machen wir hier weiter. Der Ton. CDU-Chef Friedrich Merz fordert sogar die Erklärung einer nationalen Notlage. Schon im April hat Innenministerin Faeser bei der Vorstellung der Kriminal. Und immer dran denken, die CDU hat diese nationale Notlage irgendwie verursacht. Das war wieder geil. Schatz, ich habe das Haus angebrannt. Wir sollten mal was gegen das brennende Haus tun. Oh Gott, oh So. Gott. Ja, ich habe jetzt hier Faeser zur Kriminalstatistik. Integration stößt an ihre Grenzen. Ja. Das ist mal wieder 9.04.2024, ja, ist ja schon eine Zeit vor der Wahl, also fast so ein bisschen eine kleine Nebelkerze, die man halt gerne mal aus der SPD zündet, wenn man fürs Wahlvolk den Migrationskritiker geben will. Ich meine, ich erinnere an Olaf Scholz und das Spiegelcover, auf dem stand, wir müssen mehr abschieben oder so. Der Abschiebekanzler war es, Der glaube ich. Ja. Abschiebekanzler, also irgendwie sowas, ja. Im Und was großen ist passiert? Stil. Nichts. 28 Afghanen haben wir im großen Stil abgeschoben. Nach dem Solingen-Anschlag, ganz zufällig vor der Wahl in Sachsen und Thüringen, hier im Osten, wo die AfD hätte sehr stark werden können, hat man sich dann doch dazu entschieden, mal alibimäßig 28 Leute abzuschieben. Und seitdem ist kein Flieger mehr gestartet. War wahrscheinlich zu viel Flugverkehr oder so. Ja. Aber ich muss ja immer in der Faeser zugutehalten, jetzt sind ja die Grenzen geschlossen, derzeit. Aber ja, genau, mehrere Dinge, die man da natürlich kritisieren muss. Nur weil die Grenzen geschlossen sind, heißt es natürlich trotzdem nicht, dass die ganzen Asylanten nicht reinkommen. Also du musst trotzdem nur das magische Wort dort sagen, Asyl, du wirst trotzdem reinkommen. Die werden Ja. dort weiterhin keinen abweisen. Das sind ja letztlich auch mehr oder minder Alibi-Maßnahmen. Vielleicht fischt man noch eventuell tatsächlich Straftäter raus, die irgendwie gesucht werden, das vielleicht sogar nicht wissen, dass sie gesucht werden und mal die Grenze übertreten. Ich glaube, die gehen vielleicht die Schlepper sozusagen an. Also, dass sie den LKW-Fahrer festsetzen, aber die wichtige Menschenfracht, die kommt natürlich trotzdem rein. Denke ich auch, ja. Und vor allem das Absurde an dieser ganzen, ja, ich will jetzt nicht Grenzschließung sagen, aber an dieser Grenzsicherung in Anführungszeichen, ist ja,
jahrelang wurde uns gesagt, es wäre nicht möglich, die deutschen Grenzen zu sichern. Ja, und jetzt wird das halt gemacht. Also es sind halt alles Lügen, was die uns auftischen seit Jahren. Es ist natürlich möglich. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wir könnten die Grenzen hier sowas von sichern. Wir könnten, ich meine, man muss ja nur in die historische Vergangenheit schauen. Wenn man will, kann man Grenzen sehr gut sichern. Nur von oben die Anweisung kommt, macht die Grenze zu, liebe Grenzsoldaten. Und verteidigt die auch. Richtig, dann kommt niemand rein oder vielleicht auch raus. Aber die Anweisung war ja jetzt hier, wenn ihr einer versucht reinzukommen und ihr den aufhaltet, dann seid ihr euren Job los. So, ich bin, glaube ich, bei einem Film hinterher, oder? Ich habe ja nur die gute Frau als... Ich glaube nämlich fast so, ich bin bei Sekunde 23, nur dass wir nochmal gucken, ob wir synchron sind. Ah, alles klar. Wie immer die eine Sekunde, Statistik gesagt, Integration stößt an ihre Grenzen. Das in der Kombination mit hohen Zuwanderungsraten sei der Grund, wieso die Zahl der Straftaten besonders unter Menschen mit Migrationshintergrund steigen würde. Und es geht nicht nur um Kriminalität. Letztes Jahr hat es auch noch solche Schlagzeilen hier gegeben, wie Flüchtlingskrise steigert Wohnungsnot. Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass... Moment, warte, jetzt will ich nochmal hören, was er sagt, bevor ich stopp mache. Ältere Menschen beschäftigen. Und ich dachte, junge Menschen sind trotz allem noch ziemlich bald... Das sind Schlagzeilen, die primär ältere Menschen beschäftigen. Was ist los mit dir? Natürlich beschäftigt das vor allem junge Menschen. Ich meine, wenn du als junger Mensch das erste Mal eine eigene Wohnung suchst, was denkst du, was du dann für ein Problem hast? Gerade wenn du eben in die Großstadt ziehst, wo halt viele junge Menschen studieren, ich meine... Viele verlassen halt ihr Elternhaus und ziehen dann gleich auch in eine neue Stadt. Das sind dann halt oft irgendwelche Universitätsstädte, Studentenstädte und also zum Beispiel Berlin. Ein Ausbildungsort ist, ne? Ganz normal. Hm. Ja, und da hast du dann so ein Problem auf dem Wohnungsmarkt. Also der Mann, der lebt doch im Wolkenkuckucksheim, wenn er sagt, das würde junge Menschen wahrscheinlich nicht betreffen oder er hätte das gedacht. Also absurd. Ich sag's immer wieder, von Migration sind am allerstärksten die jungen Altersgruppen betroffen, weil die das tagtäglich erleben. Die erleben das in der Schule, die erleben das in den Diskos, überall, wo die sind. Ein alter Mensch, für den ist es viel leichter, ein Gutmensch zu sein, grün zu sein, weil der braucht sich nur zurücklehnen in seinem Eigenheim oder in seiner netten Wohnung und sagen, ja, das wird doch alles, weil der ist halt mit diesen Leuten nicht konfrontiert, weil die Flüchtlinge oder die Migranten per se, die haben ja eine ganz andere Altersstruktur, die sind viel, viel jünger. Also ja, und es ist ja auch eher so, dass also alte Leute ziehen selten von Wohnungsmiete zu einer anderen Wohnungsmiete. Also entweder die haben ein Haus, oder die bleiben in ihrer Mietwohnung bis zum Ende. Also dieses berühmte Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das ist halt so. Ne? Ja. Und jung bist du halt mobil, ziehst dann am Ende mit deiner Partnerin zusammen oder mit deinem Partner. Ja. Und ja. Auf jeden Fall. Also das ist echt ein ziemlich dummer Standpunkt, hier zu sagen, das würde wahrscheinlich junge Leute nicht betreffen. Aber okay, schön, also man merkt an, dass irgendwie scheint die AfD zu wirken, weil das ist ja alles genau das, was sie seit 10 Jahren runterbetet, dass es so kommen wird. Gott, noch ziemlich bei. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Vielleicht lag ich da falsch. Laut der Trendstudie Jugend 2024 ist das Thema mittlerweile auch bei den 14- bis 29-Jährigen angekommen. Die Studie sagt, dass 41%, also 2 von 5 Leuten, sich Sorgen machen, dass Flüchtlingsströme zunehmen. Und das ist eine krasse Steigerung. Vor 2 Jahren hatte das der Studie zufolge nur knapp halb so viele junge Menschen beschäftigt. Ich glaube, bei der Europawahl hat man gesehen, dass das Thema etwas ist, was Menschen über alle Gesellschaftsschichten hinweg polarisiert. Kannst du den mal googeln, den Namen? Diesen Daniel Tiborski oder wie er hieß? Ja, mache ich mal fix. Würde mich nicht wundern, wenn er halt... eine Ahnung. Ja, Daniel Tiborski. Das ist nicht der Schülersprecher aus der 12a. Schülerunion gegründet. Dann, ja, ist wohl so eine Art CDU, so eine Schülerunion. Also er ist jetzt selber, wie ich jetzt hier lese, nicht in der Partei, aber er ist wohl in Schülerunion. Aber wahrscheinlich noch zu jung dafür dann, ne? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also die junge Union, wenn so ist. Ach hier, J.U. Germering. Ah, okay, er ist in der jungen Union, doch tatsächlich. Okay. Hier, ich habe einen Instagram-Beitrag. Direkt von Ihnen, Daniel Tiborski, nachdem wir als JU Germering, also seine Stadt, die junge Union dort, da haben die halt irgendwas plakatiert. Also der ist in der jungen Union, alles klar. Wird hier natürlich nicht erwähnt, weil braucht man nicht. Und ich glaube auch jetzt bei uns Jugendlichen. Und ja, auch als Ergebnis der EU-Wahl musste ich denken, das hat ja auch viel überrascht. Super viele Medien hatten über den ominösen Rechtsruck junger Menschen berichtet. Und so, was haben wir denn hier? Jetzt ist wieder eins zu weit. Mach du mal zurück. Ja. Genau. Auch als Ergebnis der EU-Wahl musste ich... Erstmal das hier, was haben wir denn hier? 16- bis 24-Jährigen?
Stimmenanteile im Vergleich zu 2019. AfD plus 11% auf 16%, Union plus 5 auf 17%. Grüne minus 23, das ist eine Hausnummer. Andere 28%? Wie kommt denn das bitte zustande? Na, sowas wie Volt und sowas. Ist ja EU-Wahl, weißt du? Da gab es doch tausende Kleinstparteien. Aber das finde ich ja krass, dass Jugendliche zu 16- bis 24-Jährige zu 28% andere Parteien wählen würden. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also viele, das ist ja das unfassbar viel. Das die erste Wahl, weißt du? Und ja, ich glaube, die klassische Parteibindung, wie es halt in den 70er, 80ern war, die ist vorbei. Also es wird das viel rumexperimentiert werden. Das ist mir klar, aber dass man dann als Jugendlicher so die Kleinstparteien wählt, also das finde ich sehr, sehr ungewöhnlich. Aber okay, vielleicht stimmt's. Ich kann es jetzt halt jetzt nicht nachvollziehen. Aber gut, dann machen wir mal eine nächste Statistik, die hier kommt. Denken, das hat ja auch viel überrascht. Super viele Medien hatten über den ominösen... So, jetzt haben wir hier, ich hoffe, du hast auch den richtigen Frame. Warte, ich muss noch einen weiter. Ja, okay. Und auch die Ergebnisse der... Ah, das wird schwierig. Hast du es? Ja, auch als Ergebnis der EU-Wahl müsste ich denken. Das hat ja auch viel überrascht. Ja. Super viele Medien hatten über den ominösen Rechts... So, jetzt habe ich ja alle dastehen. Du auch? Super, super. Ja, ich auch. Ja. Die blenden das halt auch wirklich super kurz ein, diesen ganzen Textsalat muss ich auch sagen. Hier. Junge. Ja, das macht es uns beiden ein bisschen schwierig. Für die Zuschauer verzeiht es uns bei unserem Synchronisationsprogramm. Wir sind immer so ein paar Sekunden Frames auseinander. Nicht Sekunden, ein paar Frames eher, ein paar Millisekunden auseinander. Genau, wenn man das in eine halbe Sekunde passiert. Eingeblendet, das macht es nicht leichter. Ja. Richtig, richtig. So, was haben wir denn hier für Schlagzeilen? Wir haben repräsentative Umfrage, Stimmungstief und Rechtsruck bei Jugend von ZDF.de. Rechtsruck wegen Dauerkrise, warum deutsche Jugendliche Populisten wählen. Studie, eine pessimistische Jugend rückt nach rechts. Warum junge Menschen rechts gewählt haben, warum junge Menschen die AfD gewählt und die Grünen abgestraft haben. Europawahl 2024, junge Wahlberechtigte zeigen teils radikale Tendenzen. Merkur.de, aha. Merken wir uns mal. Na, mal schauen, was ist hier die große Erklärung? Ich bin ja gespannt. Junger Menschen berichten. Und auch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen bestätigen, junge Menschen wählen rechts. Von den 18- bis 24-Jährigen wählten in Thüringen 38% und in Sachsen 31%. Und das kotzt euch so an. Also wenn ich hier so alles, was ich links nennt, ich nehme mal die CDU aus, dann sind wir hier trotzdem nicht bei der AfD. Ja, wobei, na gut, BSW noch dazu. Ah, gerade so, ne? Also wenn ich jetzt wirklich Linke, SPD, Grüne, FDP, BSW zusammennehme. Ich muss dazu sagen, ich sehe leider die beiden nicht, aber es ist nicht schlimm. Achso. Ich bin schon einen Frame weiter, ja, es wird wirklich kurz eingeblendet. Ja, für mich sind das hier ganz, ganz logische Zusammenhänge eigentlich. Also wie gesagt, von Migration sind die Jüngeren am stärksten betroffen. Deswegen ist klar, dass die auch rechter wählen, also sich stärker dagegen wehren. Und es kommt ja immer der Einwand, aber in den Ostländern, das ist doch gar nicht, die haben doch gar nicht so viele Ausländer. Das stimmte vor 10 Jahren. Mhm. Und selbst da konnte man ja mal in den Westen fahren und gucken, wie es aussieht. Also der eiserne Vorhang war weg. Ja. Und B, also in den letzten 2 Jahren hat sich das ja auch alles sehr, sehr zum Schlechteren verändert. Also die Dalahorns sind auch hier überall mittlerweile. Ja, muss man sagen. Also ich erinnere da zum Beispiel an meine Heimatstadt Chemnitz. Da hatte ich vor einer Weile eine Statistik gesehen von Grundschulen. Also es ging um den Anteil an Ausländern in Grundschulen oder Anteil Kinder mit Migrationshintergrund an Grundschulen. Und in meiner Grundschule, wo ich früher war, vor fast 30 Jahren, das ist einer der höchsten Ausländeranteile jetzt an Grundschulen in Chemnitz gewesen. Das waren weit über 50% auf jeden Fall. Und bei mir damals, vor fast 30 Jahren, Mitte der 90er, also wir waren sowas von weiß und ethnisch deutsch. Da hat sich auch in Chemnitz schon sehr was gewandelt. Also auch bei uns im Osten tut sich einiges. Und eben gerade in jetzt den jungen Alterskohorten. Weil halt die Flüchtlinge, die vor ein paar Jahren hier reingezogen sind, die machen ja auch Kinder. Und die kommen jetzt an die Schulen. Ja. Oder holen ihre Kinder nach. Mit, ne? Genau. 10 Jahre haben sie Zeit dafür gehabt. Ja, also, ja. Ja, da passiert einiges leider.
nennt die AfD. Ja, dabei sind laut der Trendstudie junge Menschen eigentlich mehr als die ältere Bevölkerung dran gewöhnt, in, Zitat, international und multiethnisch geprägten Kreisen zu leben. Immerhin hat bereits ein gutes Drittel der jungen Generation in Deutschland selbst einen Migrationshintergrund. Also woher kommt jetzt plötzlich dieser Wandel? Warum machen sich offenbar viel mehr junge Menschen Sorgen darum, dass mehr Geflüchtete zu uns kommen? Und inwiefern spielt da die AfD mit rein? Die Antworten findet ihr in diesem Video. Wir starten rein. Let's go. Ist dann die Erklärung wirklich, ohne die AfD würden die nicht rechts wählen? Ja, ja, das so schwan mir das fast, als hätten wir hier eine Ursache Wirkungsumkehr. Weißt du, dass die AfD schuld daran ist, dass die Leute Angst vor Migranten haben. Die Schlange aus dem Paradies, die die jungen Leute bezirzt und ihnen was einflüstert, weißt du? Ja, ja. Ihr wisst ja, mit Studien ist das immer so eine Sache. Jede Studie bildet immer nur einen Teil der Realität ab, auch die Trendstudie Jugend. Zum besseren Verständnis haben wir mit Kilian Hampel, einem der Macher der Studie, gesprochen. Und wir haben mit 4 von euch Interviews geführt und darüber geredet, was junge Menschen gerade besorgt und beschäftigt. 3 von euch, Alexander, Daniel und Ferdinand, teilen die Sorge, dass immer mehr Geflüchtete zu uns kommen. Eine, Emmy, tut das nicht. Dieses Video ist also ein Versuch, ein... Oh Gott, die Emmy, die man gerade gesehen hat, ja, bei der ist klar, okay, dass die eher links unterwegs ist. Aber gut, wir kommen dann noch zu der... Wir es wichtig finden, Themen anzusprechen, die als kontrovers gelten und vielen noch unangenehm sind. Wir wollen aber einen Anstoß geben, sich mit den Sorgen von jungen... Alter, und genau das ist das Problem. Themen, die als kontrovers gelten und unangenehm sind. Genau das ist das Problem an dieser ganzen Causa. Also, es darf keine unangenehmen Themen geben. Ich meine, wir sind erwachsene Menschen. Gut, jetzt geht es ja auch um Jugendliche, aber in der Politik darf es keine unangenehmen Themen geben. Da muss man einfach über die Fakten sprechen. Und wenn es ein Problem gibt, dann muss es auf den Tisch, frei von politischer Korrektheit. Ich glaube, da sind wir aber Lichtjahre von entfernt. Leider ja, leider ja. Aber genau das ist, finde ich, der zentrale Kern, warum vieles so schief läuft. Ich meine, zum Beispiel, warum Angela Merkel damals, September 2015, die Grenzen geöffnet hat, war ja tatsächlich, weil sie gesagt bekommen hat, ja, es wird ganz schlimme Bilder geben, wenn wir jetzt die Grenzen zulassen. Genau, und das wollte sie bloß nicht, weil sie war halt schon immer auch sich sehr der Medienmacht bewusst, hat sich immer so gewendet, je nachdem, wie die Medien das gerade wollten. Ich meine, egal welches Thema, zum Beispiel Homo-Ehe war dann auf einmal gut und so weiter und so fort. Ja. Also die Medien haben schon, möchte man meinen, fast zu viel Macht in diesem Staat, wenn die Politiker so vor sich hertreiben können. Ja, klar. Das sind die eigentlich Regierenden, würde ich meinen. Ja. Okay, weiter. Eben sich mit den Sorgen von jungen Menschen zu beschäftigen. Wenn ihr die Dinge. Ach so, jetzt war ja hier schon einer von der Jungen Union dabei. Ich wette 10 Euro von der jungen Alternative wird keiner von den 4 Leuten Nein. sein. Wette ich auch. Die sind ja gesichert rechtsextrem. Also ich tippe Juso und Juli und wie heißt das bei den Grünen? Junge Grüne? Yu-Gi-Oh? Keine Ahnung. Haut uns direkt einen konstruktiven Kommentar unter das Video. Wir wollen hier natürlich auch die Meinung unserer Community abbilden. Bitte bleibt in den Kommentaren aber fair und sachlich. Persönliche Anfeindungen oder Ähnliches dulden wir nicht. Leute, in der Trendstudie Jugend von diesem Jahr findet ihr jede Menge Themen, die junge Menschen beschäftigen. Ganz besonders aufgefallen ist uns aber die Sorge vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen. Okay, jetzt könnte man annehmen, dass junge Menschen einfach befürchten, dass mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Nach Auswertung der ganzen Studie mit weiteren Fragen zum Thema Migration gehen die Forschenden jedoch davon aus, viele junge Menschen haben tatsächlich Sorge vor mehr Flüchtlingen in Deutschland. 2023 hat der Wert laut der Studie noch bei 25% gelegen. Man sieht also einen tendenziellen Anstieg. Ich sage tendenziell, weil in der Studie nicht jedes Jahr die gleichen Menschen befragt werden, sondern immer unterschiedliche. Um einen richtigen Meinungsumschwung festzustellen, hätte man natürlich die gleichen Befragten immer wieder fragen müssen. Fakt ist aber, dass ich... Das verstehe ich nicht. Deswegen machst du doch eine große Stichprobenmenge. Also klar, ja. Du kannst natürlich immer dieselben befragen, aber wenn die Stichprobe groß genug ist, ist das doch wiederum egal. Oder habt ihr nur 4 Leute befragt? Nee, das wird schon eine größere Stichprobe sein. Ich finde das jetzt auch hier ein bisschen merkwürdigen Punkt. Also, da will er jetzt ein bisschen sehr korrekt sein, aber ich wegen glaub, mir. Er will so ein bisschen das Ergebnis damit anzweifeln. Meinst du? Ja. Okay. Na, ich hätte ihm... Okay. Er hat forschend dann gesagt, also... Ich halte mich da mal raus. Ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht geht's hier ein bisschen neutral zu. Ich meine, okay. Ich schaue jetzt das erste Mal was von dem und von die da oben. Mal sehen. Also, so die ersten paar Minuten, ich habe jetzt nicht so den übelst schlechten Eindruck. Ich meine, immerhin ist einer von der jungen Union da. Das ist vielleicht schon mal ein bisschen was. Na naja, gut, aber noch viel zu wenig. Aber vielleicht bin ich auch einfach viel zu gutmütig und hoffe zu viel. Na okay, mal schauen, wo es hingeht. Wir schauen mal, ja.
2024 in der aktuellen Studie gut 2 von 5 der Befragten Sorgen vor einer Zunahme an Flüchtlingsströmen gemacht haben. Unterstützt wird es auch durch das Ergebnis einer Befragung im März 2024 durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov. Es hatte fast 6.000 Menschen zwischen 16 und 26 Jahren in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragt. Und hier wurde das Thema Migration mit 36% sogar zum drängendsten Problem auf europäischer Ebene gewählt. Und wir haben auch selbst eine Insta-Umfrage gemacht und das Ergebnis zeigt, das Thema Migration beschäftigt viele von euch. Ich habe das Gefühl, dass es unter den Leuten so die Meinung hervorhebt. Schwebt das. Ganz kurz, ich tue jetzt nochmal Alexander Jan googeln. Na gut, wobei, wisst ihr was, wir machen erstmal weiter. Ja. Da kommt es immer mehr Medienpräsenz und deswegen beunruhigt es auch einen mehr. Und ich muss da sagen, dass es mich selbst auch dadurch ein bisschen skeptischer macht mit der aktuellen Richtung von der Regierung. Das ist auch völlig selbstverständlich und dass wir denen helfen. Nur man merkt, dass irgendwie unsere Hilfe in den letzten Jahren irgendwie an ihre Grenzen kommt. Das waren Alexander, Ferdinand und Daniel. Alexander ist 21, aus NRW, aktiv in der SPD und in einer Gewerkschaft. Ferdinand. Okay, Daumen hoch, dass sie es wenigstens sagen. Ja, das finde ich gut. Das ist schon mal ein schöner Unterschied zu den anderen Dokus, die wir uns hier sonst. So muss es sein. Genau, so muss es sein, dass man nicht einfach random irgendwelche Typen nimmt und das sind dann angeblich Stimmen aus der Bürgerschaft, sondern dass man hier klar benennt, welche politische Richtung die haben. Also, man erinnere sich an diese, wir fragen eine zufälligen Passanten-Umfrage, was ja, genau, er vom Thema XY hält und dann, oh, genau. Doch Mitglied in der Partei XY ausgesagt. Ja, gibt es ja 1000 Wahrheiten. Oder wir fragen jemanden, ja, wie finden Sie es, dass jetzt hier im Rewe irgendwie Bioprodukte, wie war das? Fleischprodukte sind jetzt hier teurer oder so. War mal so eine Umfrage. Da war das, ja, und dann war das eine, die sie befragt haben, die halt bei der GZ arbeitet. Also irgendwo in den ÖRs, das meine ich. So, ich gehe nochmal zurück. Ich habe das jetzt hier abgeschnitten. Mhm. In den letzten Jahren irgendwie weiter. An ihre Grenzen kommt. Das waren Alexander, Ferdinand und Daniel. Alexander ist 21, aus NRW, aktiv in der SPD und in einer Gewerkschaft. Ferdinand ist auch 21 und studiert in Bayern Psychologie. Und Daniel, ebenfalls aus Bayern, ist 16 und ist aktiv in der Jungen Union im Jugendrat. Die drei haben sich von unserem Insta-Aufruf gemeldet, bei dem wir Leute gesucht haben, die über ihre Sorge vor mehr Geflüchteten in Deutschland sprechen möchten. Die Trendstudie hat übrigens noch mehr Positionen zum Thema Migration abgefragt. Und auch die Ergebnisse gehen in die gleiche Richtung. Zum Beispiel, inwiefern die Befragten der rechtspopulistischen Aussage, der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche, zustimmen. Das Rechtspopulismus? Okay. Ja, da ist es dahin, meine Gutmütigkeit. Warum man jetzt gleich diese Aussage so als rechtspopulistisch famous? Also diese Aussage ist die Aussage, die sie ist. Also da muss man das doch nicht irgendwie jetzt noch als vermeintlich böse hinstellen, weil genau so wird ja nämlich das Wort rechtspopulistisch gebraucht von den Öffentlich-Rechtlichen. Der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Ja, ich meine, das ist nun mal 51% sagen das, also das ist offensichtlich Mehrheitsempfinden. Und ich würde auch sagen, es ist nicht verkehrt. Also, nee, eben. Als Flüchtling kriegst du halt sehr viel Geld und die Betreuer, die dich betreuen, kosten sehr viel Geld. Ja. Und als hilfsbedürftiger Deutscher, wenn du auf der Straße sitzt, kriegst du halt, naja, 3,50 Euro in den Hut geschmissen am Tag. Hm. Ja? Oder wenn du halt Hartz-IV-Mensch bist. Ja. Bürgergeld, wie auch immer das jetzt heißt. Ja, oder auch halt Thema Wohnungsmarkt. Also ich meine, wenn du jetzt halt hier als Flüchtling ankommst, klar, es ist irgendwo letztlich viel leichter dann auf dem Wohnungsmarkt zu bestehen, als wenn du selber nach der Wohnung suchen musst. Also wenn du jetzt vielleicht einfach einkommensschwach bist, dann bist du auch hilfsbedürftig, ja. Aber dann unterstütze ich halt keiner. Und dann ist es leichter, du kriegst einfach alles vom Staat gestellt. Ich meine, das ist ja nun mal auch Hilfsbedürftigkeit. Klar, man kann jetzt nicht einfach nur deutsche Bürgergeldbezieher mit ausländischen vergleichen, aber eben auch hilfsbedürftige Deutsche. Und hilfsbedürftige Deutsche sind nun mal auch Leute, die einfach gering verdienen, zur Tafel gehen müssen, Krankheiten haben, was weiß ich, all solche Sachen. Genau, ich meine, als jemand kannst du halt Wohngeld beantragen, das sind dann ein paar hundert Euro, ja, aber also jetzt als Geringverdiener zum Beispiel. Ja, und trotzdem kriegt der Flüchtling mehr als du vom Staat. Also ist die Aussage immer noch faktisch richtig. Er kümmert sich mehr, ja, okay. Gut, weiter. Und die Hälfte stimmten voll und ganz, beziehungsweise eher zu. Kleiner Disclaimer, man muss dazu sagen, dass der Wert auch schon in der Shell-Jugendstudie von 2019 ähnlich hoch war. Jedoch haben nur 26% der Aussage, ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufnimmt, voll oder eher zugestimmt. Sind junge Menschen jetzt also rechter als früher? Kilian Hampel... Das ist zum Beispiel dieses Ding, 26%, dass das so wenig ist. Also ist es, aber diese Zahl, an der hat sich auch nicht viel geändert. Also ich erinnere mich selbst noch so um das Jahr 2015 rum, da wurden halt Umfragen gemacht unter den Leuten, ja, finden sie es gut jetzt hier mit der Grenzöffnung, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen? Und da waren das auch so letztlich 30%, die da gesagt haben, ich finde das gut und der Rest halt nicht. Aber es hat halt die Politik nicht interessiert. Ich wollte gerade sagen, ob ich hier, oder dich fragen, ob ich in dem Satz irgendwie das nicht übersehen habe. Also 26% finden es gut.
Genau, und der Rest halt, dementsprechend würde man, gehen sie zumindest davon aus, nicht. Weißt du? Ja, aber das deckt sich doch dann mit den Kreisen von vorher, oder? Verstehe ich jetzt nicht, warum die das so umgedreht haben. Also. Weil die Fragestellung anders war. Okay. Und die Konstanz ist einer von drei Autoren der Studie. Er sagt dazu, dass junge Menschen vermehrt die Sorge haben, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das liegt aber nicht daran, dass junge Menschen jetzt irgendwie auf einmal rassistischer oder ausländerfeindlich sind. Nein, es gibt zwar rechtspopulistische Aussagen, denen junge Menschen zustimmen, aber die sind in den letzten Jahren gar nicht so stark angestiegen. Das haben wir auch in unseren Interviews gehört. Also ich würde nicht sagen, dass das daraus stammt, weil die rassistischer sind. Ich denke nicht, dass es auf Rassismus beruht. Ich glaube, da ist vor allem eher unsere Generation einen großen Schritt weiter als jetzt unsere vergangenen oder unsere Eltern und Großeltern. Die Sorge um größer werdende Flüchtlingsströme ist laut der Trendstudie, ich habe es eben schon gesagt, auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass eine jüngere Bevölkerung gewohnt ist, in international und multiethnisch geprägten Kreisen zu leben. Die Studie sagt, dass ein Drittel der jungen Generation eben selbst einen Migrationshintergrund hat und deswegen allgemein eine große Toleranz für unterschiedliche kulturelle, religiöse und soziale Lebensformen hat. Wir haben Naja. Also ich weiß ja nicht. Also die Türken können mit den Arabern nichts anfangen. Also wenn wir jetzt mal diese ganz große Vogelperspektive verlassen und mal ein bisschen genauer auf dieses Multiethnisch schauen, dann wird man da schon ein bisschen mehr Rassismus finden. Ja, auf jeden Fall auch innerethnische Konflikte, die wir uns halt ins Land holen. Du sagst es richtig, jetzt gerade Richtung der Türken. Oder das Kurden, schöne Eritrea-Festival, was uns hier beglückt die letzten Jahre. No? Ja, natürlich, da haben wir dann auch Inner-Eritrea-Konflikt dann noch hier auf deutschen Straßen, wo dann Leute mit, was war's, mit irgendwelchen Knüppeln aufeinander losgehen. Knüppel, Macheten und dann kommt der muslimische Friedensrichter und ja, ach Gottes Willen, also wunderhübsch. Ja. Ganz wildes Programm, ja. Also auf der einen Seite die Sorge vor mehr Geflüchteten, aber auf der anderen auch ein international geprägtes Bewusstsein. Widerspricht sich das nicht? Woher kommt das dann? Warum sorgen junge Menschen sich so um die Zunahme von Flüchtlingsströmen? Weil junge Menschen anscheinend in der Lage sind, irgendwie zu differenzieren zwischen Flüchtling und zwischen Bob aus den USA. Richtig. Aus dem Zoom-Call. Genau, danke, genau darauf wollte ich hinaus. International, klar sind Jugendliche, würde ich sagen, eher international affin, aber international heißt halt, kann ja auch heißen westeuropäisch, US-Amerika, was ist ich? Ich meine, das heißt halt nicht dritte Welt, arabische Länder. Also, ja, das ist ein großer Unterschied nochmal. Vielleicht schaffen sie es. Und sehen Migration in den 18 Minuten. Und mittlerweile kritischer. Wir haben da zusammen mit unseren Gesprächspartnern ein paar Erklärungsansätze erarbeitet. Um die aber gleich verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, in welcher allgemeinen Situation junge Menschen aktuell leben. Am meisten überrascht hat mich wahrscheinlich, dass die psychischen Belastungen weiterhin auf so einem hohen Niveau liegen. Wir als Forscherteam sind davon ausgegangen, dass diese durch Corona sehr stark kamen, aber auch wieder abflauen werden. Stand jetzt sehen wir davon überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie steigen eher noch weiter an. Dazu kommen laut der... Oh, das fand ich jetzt interessant mit Corona, tatsächlich. Also, dass ja sich das nicht zusammenreimen kann, dass der Stress nicht runtergegangen ist. Erzähl du mal, führ mal weiter aus. Naja, also durch die ganzen Lockdowns und so habe ich das verstanden, haben viele Jugendliche sinngemäß ihre Jugend verloren, weil sie ja eingesperrt waren. Und dadurch kam halt viel Stress zustande. Aber es wurde ja nie was getan, mal diesen Stress aufzulösen, sondern dann war halt Corona vorbei und die Jugendlichen wurden wieder ins Leben geschmissen. Aber nie hat einer gesagt, hier, wir müssen mal drüber reden, was da jetzt schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann schleppst du den Stress natürlich mit dir mit weiter. Wenn die Welt um dich rum nicht besser wird, weil, dann ist noch diese Kriegsgefahr in Ukraine und so. Und deine Wohnung zum Studium findest du auch nicht, um mal jetzt ganz plakativ zu sein. Dann geht der Stress nicht weg, sondern wird eher noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Zumal ich sagen muss, also junge Leute mit so was zu stressen, wie jetzt dieses ganze Corona-Ding, ich denke, die sind da auch, würde ich vermuten, letztlich irgendwo anfälliger, weil die halt noch nicht so eine gewisse Lebenserfahrung haben, um da eine Resistenz zu entwickeln. Ich meine, die sind auch ganz anders anfällig für Maßnahmen von der Obrigkeit. Also jetzt zum Beispiel wegen Impfpflicht und so. Ich würde meinen, dass Leute, die sich der Impfpflicht widersetzt haben, sind vor allem Leute ab 30 erst, also die jüngeren Leute, Emilia Fester und drunter, da werden viel mehr Leute für die Impfpflicht gewesen sein, würde ich stark schätzen. Na klar, es gab ja auch das Zückerli, dass man dann wieder in den Club darf und sowas. Ne? Ja, also solche Sachen. Aber man ist ja auch einfach mehr noch
an Autorität irgendwo gewohnt, auch wenn man jetzt, klar, ich meine, wir kennen das alle, als Jugendlicher tut man ja auch irgendwo rebellieren gegen die Autoritäten, aber trotzdem ist man ja auch durch Alltag, also durch die Schule, durch Elternhaus irgendwie so an das Autoritätenleben gewöhnt, also dass man sich jemandem unterordnen muss, auch wenn man ein Stück weit rebellieren will und dass man dann am Ende, würde ich sagen, halt doch auf einen guten Vaterstaat hört und sich impfen lässt. Ja, gerade mit so einer Drohkulisse. Ne? Und ja, dann eben, wird ja noch eingeredet, eben, dass wenn du das nicht machst, dann stirbt Oma wegen dir, wenn du so siehst. Und so. Das ist schon, also da ist dein Rebellionsdrang erstmal sehr weit hinten in der Regel. Ja, würde ich auch sagen. Trendstudien neben der Sorgen um Migration oder der Sorge um den Klimawandel noch viel größere Sorgen. Es geht um was anderes, nämlich wirklich um eine begründete Sorge bei jungen Menschen, dass ihr Wohlstand noch mehr gefährdet ist und dass es ihnen in Zukunft noch schlechter geht. Und das ist ein Thema, das man... Und da sind wir immer bei deinem Thema, was du immer so schön sagst, die Migration ist die Mutter für all diese Probleme, die dir aufzählen die ganze Zeit. Ja klar, genau. Wohnungsnot, Kriminalität. Der Wohlstand anscheinend und die Lebensqualität allgemein. Ja, klar, klar. Das kriegt man ja auch mit als junger Mensch, wenn sich so die Innenstadt so langsam in ein Shithole verwandelt. Mhm. Und wie gesagt, gerade als junger Mensch ist man ja öfter noch abends unterwegs als ältere Leute. Und da kriegt man das schon sehr schnell mit, vor wem man sich dann Acht nehmen muss abends. Mhm. Welche Straßen und Gruppen man vielleicht meiden sollte. In welche Clubs man lieber nicht mehr geht. Ja, Also was. Dringend im direkten Bezug betrachten muss und uns zum ersten Erklärungsansatz führt. Gerade mit Blick auf ihre Finanzen haben junge Menschen momentan massive Sorgen. Da ist dann zum einen Preissteigerung, Inflation, hohe Mieten, aber auch Zukunftssorgen finanzieller Natur. Also Alterssorgen, Sorgen vor Altersarmut oder Zusammenbruch des Rentensystems. Das haben wir auch in unserer Community-Umfrage auf Insta gesehen. Es war krass, wie viele da Inflation, Mieten oder Rente genannt haben. Ich glaube, generell beschäftigt uns am meisten, dass am Ende des Monats das Geld knapp wird und man sich zum Beispiel nicht mehr den Wocheneinkauf leisten kann oder eben auch die Miete. Aber gleichzeitig kommt auch dazu, dass eben Investitionen fehlen. Zum Beispiel in die maroden Uni-Gebäude, in die Bibliotheken, aber auch in den ÖPNV. Das ist Emmy Kraft. Also ich weiß ja nicht. Also in die Unis wird so viel Geld reingesteckt wie noch nie zuvor in der deutschen Geschichte. Also bei den Schulen würde ich ja noch mitgehen, dass man die mal wieder sanieren müsste. Aber Unis? Ja, bei den Unis würde ich jetzt auch nicht mitgehen. Ich würde dahingehend mitgehen, dass sie sagt, dass man das selber am eigenen Geldbeutel merkt, weil gerade Leute, die studieren, die kriegen das schon mit. Ich meine jetzt zum Beispiel, das war jetzt so ein großes Thema, BAföG, das wurde jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt tatsächlich überhaupt eine Erhöhung beschlossen wurde, aber auf jeden Fall hat das sehr, sehr lange gedauert nach der Inflation, dass da mal was kam. Also das hat sich lange Zeit nicht geändert, obwohl wir halt eine durchaus hohe Inflation hatten und natürlich die Lebensmittelpreise sich teilweise fast verdoppelt haben. Oh ja. Eine kleine Anekdote, da war ein paar Jahren bei Campusgrün. Nun ist so, ich pause mal. Ja, okay. War vorgestern so die Schlagzeile, Inflation auf den niedrigsten Wert seit 2 Jahren und dann die zweite Überschrift, Lebensmittel so teuer wie nie. Das ist halt klasse. Ja, geil. Mhm. Genau so. So, wir machen nochmal kurz zurück. Jetzt geht's hier, woher die kommt. Mhm. Sie studiert Jura an der Uni Köln und war vor ein paar Jahren bei Campus Grün. Nun ist sie als Vorständin im freien Zusammenschluss von Studierendenschaften aktiv. Emmy sorgt sich nicht vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen. Was sie jedoch mit vielen, vielen anderen jungen Menschen teilt, sind Sorgen um Geld und Finanzen. Und ja Leute, was soll ich sagen? Auf der Habenseite sieht es aktuell für junge Menschen richtig mies aus. Die Inflation beruhigt sich. Also sprich, sie kann diesen Schritt nicht gehen, dass diese ganze Zuwanderung ziemlich viel Geld frisst, was im besten Falle dann bei ihr ankommen täte. Irgendwo. Das geht nicht. Ja, sagt bestimmt immer noch, wir sind so ein reiches Land, wir können das verkraften. Ja, und das andere, so das müssen sein. Wir mit mehr Geld beschmeißen. Wir haben da genau, so viel. Genau, genau. Ja. Um Gottes Willen. Zwar aktuell wieder, die Preise für zum Beispiel Lebensmittel oder Energie sind aber immer noch vergleichsweise hoch. Na ja klar, es gab da die BAföG-Reform oder die Erhöhung des Kindergeldes. Irgendwie wurde sich von Seiten der Regierung bemüht, junge Menschen finanziell zu entlasten. Schaut man aber mal, wie sich der BAföG-Höchstsatz in den letzten 4 Jahren verändert hat und vergleicht das mit dem Gesamtindex, der die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln, Energie oder zum Beispiel Bekleidung festhält, dann reicht das für... Oh, ich fand das jetzt spannend, dass sie hier Inflation mit fast 20% beziffert haben. Mhm. Die haben doch noch vor... Boah, einen halben, dreiviertel Jahr gesagt, also das ist nicht höher als 10%. Scheißt euch mal alle nicht ein, bitte. Aber das ist ja die jährliche Inflation, würde ich meinen. Also ich glaube, hier haben sie es vielleicht über einen längeren Zeitraum gemessen. Keine Ahnung.
Also 20%, das ist schon nicht wenig. Ne? Also bei Lebensmittelpreisen absolut. Ich meine, da ist es sogar gut. Das war jetzt Gesamtindex über halt mehrere Produkte, also eben auch Heizen und so. Klar, das ist, ich meine, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn ich selber meine Ausgaben mir angucke, ich habe das ja genau im Blick. Ja, das geht auf jeden Fall höher. Es hat sich ja Essen teilweise 50 bis teilweise 100% ist es gestiegen. Muss man tatsächlich sagen. Dann stelle ich mir immer die Frage, was ist denn runtergegangen? Gar nichts. Naja, der Fernseher, den man sich alle 5 Jahre kauft, angeblich. Die Inflation ist nur langsamer geworden. Okay. Junge Menschen hinten und vorne nicht. Und auch in der fernen Zukunft, also wenn es um Rente geht, sieht es absolut nicht rosig aus. Während sich fast jeder zweite junge Mensch Sorgen um einen Zusammenbruch des Rentensystems und Altersarmut macht, hat Ende Mai die... Also sehr basiert, weil genau das ist es ja. Das Rentensystem muss kollabieren, zwangsläufig bei der jetzigen Geburtenrate. Ja, und auch nach wie vor bei der jetzigen Zuwanderung. Ich meine, die Leute zahlen hier nicht ein. Und sind irgendwann Rentner. Ja. Es sind keine Nettozahler. Ja, also die sind auch irgendwann Rentner. Die haben dann ihr Leben lang viele davon nicht gearbeitet und kriegen trotzdem alles. Also wer soll dann das bezahlen? Also das war halt die große Lüge, die uns 2015 erzählt wurde. Die ganzen Flüchtlinge werden unsere Rente zahlen. Ich meine, ja, ich erinnere da zum Beispiel an die MENAP-Statistik, die schon tausendmal zitiert wurde aus Dänemark, wo aufgeschlüsselt wurde, wie viel Migranten beitragen aus einzelnen Ländern. Ja, das sieht Kurzfassung, schon für die innereuropäische Zuwanderung sieht es da ja schon schlecht aus. Ne? Ja, Kurzfassung, Migranten tragen deutlich weniger bei und aus diesen sogenannten MENAP-Ländern, also aus arabischen Ländern, liegen die dem Staat oder der Gemeinschaft ihr ganzes Leben lang eigentlich nur auf der Tasche. Also die, also selbst in den 30er, 40er Jahren, wo man am meisten theoretisch verdient, liegen die immer noch unter dem Staats, also hängen immer noch am Staatstropf. Ja, genau so ist es, genau so ist es. Und ich meine, ich müsste jetzt googeln, genaue Zahlen, aber ich meine, wenn ich jetzt googeln würde, Anteil der Flüchtlinge, die arbeiten, also das werden ja auch keine 50% sein. Also wie viel waren es? 30 vielleicht? Ja, und dann sind das auch noch viel 1-Euro-Jobs. Wie gesagt, tut mich jetzt bitte nicht auf eine genaue Zahl festnageln, müsste ich jetzt googeln. Aber wie gesagt, wenn du in irgendeiner Sprachkursgeschichte bist, bist du aus der Statistik raus und so. Also wenn du wirklich danach gehst, wer arbeitet denn ein richtiges Plus raus für den Staat hier von diesen Flüchtlingen seit 2015? Da bist du unter 10%, würde ich sagen, jede Wette. Ja, vielleicht. Okay, weiter. Ampelkoalition das Rentenpaket 2 verabschiedet, mit dem wir jungen Arbeiterinnen und Arbeiter kräftig draufzahlen werden. Das Paket, quasi eine Ohrfeige für jede junge Person in Deutschland, haben wir uns mal genauer angesehen und dazu ein ganzes Video gemacht, verlinken wir euch hier. Das klingt also schon alles kritisch, aber ein Thema, das wir hier besonders in den Fokus nehmen wollen, ist der fehlende Wohnraum in Deutschland. Und das sieht man auch in der Trendstudie. 54% der Befragten in der Trendstudie sorgen sich um zu teuren und zu knappen Wohnraum. Das macht es nach Inflation und Kriegen in Europa und Nahost zum drittmeist in der Studie genannten Problem. Noch vor Klimawandel, vor Wirtschaftskrisen und eben auch vor Migration. Ich kenne so viele Menschen, die seit Monaten auf der Wohnungssuche sind und einfach nichts finden, was sie bezahlen können. In der lokalen Studierendenvertretung organisieren wir sogar immer zum Beginn des Semesters eine Notschlafstelle, wo dann Studierende, die eben noch keine Wohnung bekommen haben, also kostenlos auf Isomatten und Luftmatratzen in irgendwelchen großen Hallen übernachten können. Dabei hat die Ampelregierung doch im Koalitionsvertrag so groß angekündigt, dass sie so viele Wohnungen bauen will. 400.000 neue Wohnungen, davon ein Viertel öffentlich gefördert, sollten jedes Jahr neu entstehen. Ja, und wo hat der Unternehmer oder der Bauherr den Anreiz, eine neue Wohnung oder ein neues Haus zu bauen in eurer überregulierten Baulandschaft? Ja. Heizungsgesetz, die Dämmverordnung, irgendwelche Wärmepumpen und Solardinger, die du brauchst. Und ach Gottes Willen, es ist alles ganz, es ist so verworren und so überreguliert. Und du weißt halt nicht, welches Regularium kommt in den 2 Jahren Bauzeit, die du in der Regel benötigst, noch dazu, was du dann auch noch umsetzen musst für Extrakosten. Ich hätte auch keine Lust. Ja, vor allem die Zahl 400.000 ist ja auch immer noch viel zu wenig. Ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, kannst mir vielleicht tippen hören, ich bin jetzt auf der Seite vom Statistischen Bundesamt, Nettozuwanderung nach Deutschland, also Zahl der Zuzüge aus dem Ausland minus der Zahl der Vorzüge. Und da hatten wir zum Beispiel im Jahr 2022 Nettozuwanderung von 1,5 Millionen. Also es sind 1,5 Millionen Leute nach Deutschland eingewandert. Also insgesamt sogar 2015. ja, 2015 genau waren es 1,1.
Das sind Zahlen, die hört man auch so leider selten in den Medien. Ich tue dir auf jeden Fall auch mal die Statistik schicken. Vielleicht denkt man daran, das in die Videobeschreibung zu packen. Leider denken wir da nicht immer dran, muss ich selbstkritisch ehrlich sein. ja, auf jeden Fall, genau. 1,1 Millionen im Jahr 2022, im Jahr 2023 immer noch. Zuwanderungssaldo 0,7 Millionen, also auch da deutlich höher, fast doppelt so viel als die 400.000, die man angeblich im Jahr bauen will. Und du musst ja mal bedenken, also A, knacken wir damit wahrscheinlich 2030 dann 90 Millionen Einwohner in Deutschland? Das kann sehr gut sein, klar. All diese Leute holen ja in der Regel noch ihre Familie nach ein paar Jahren richtig hinterher. Also du kannst richtig diese ganzen Zahlen mal 3 mal 4 nehmen. Und erzeugen neue Kinder, ja. Das ist das Problem. Mitte Mai wurde bekannt, 2023 wurden zum Beispiel nur 295.000 neue Wohnungen gebaut und in diesem und nächsten Jahr soll es noch weniger werden. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung könnten 2025 insgesamt 750.000 Wohnungen fehlen. Okay, aber wie hängt das? Das ist die EW mal recht, Mensch. Deine Mal, Herr Fratscher, was haben Sie getrunken? Weil jetzt kommt's, wie hängt das mit Geflüchteten zusammen? Ist jetzt mit Geflüchteten oder Migration zusammen. Wohnraum ist etwas, was jeder Mensch braucht. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist katastrophal. 750.000 Wohnungen sollen fehlen, unsere Mieten steigen in die Höhe und ihr kennt bestimmt auch Leute, die von Untermiete zu Untermiete hoppen oder einfach wieder nach Hause ziehen, weil sie nichts in der Stadt finden. Auf der anderen Seite hört man, dass pro Jahr hunderttausende Menschen nach Deutschland kommen. Zwar hat die Zahl der Asylanträge im ersten Halbjahr 2024 abgenommen, 2023 waren es mit ca. 350.000, aber so viele wie seit 2016 nicht mehr. Wie deckten sich das jetzt mit deinen Millionen da? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe halt Wanderung zwischen Deutschland und dem Ausland. Das ist halt eine andere Statistik als die Asylanträge, weißt du? Also da geht es jetzt hier um Wanderung. Ich kann dir nicht sagen, ob jetzt vielleicht im Jahr 2022 noch viele andere Zuwanderungen kamen. Also jetzt nicht nur Asylanträge. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich kann halt nur die Statistik so zitieren, wie ich sie hier sehe. Ja, weil es ist trotzdem extrem viel. Ne? Ja. Wir haben übrigens das einzige Jahr, wo mal mehr Leute weggewandert sind, war im Jahr 2008. Und da waren es auch nur minus 0,1 Millionen, also 100.000 Leute. Mhm. Wurden wir weniger. Ansonsten immer mehr, die Bevölkerungszahl steigt. Das ist jetzt Höckes Remigrationsansatz, die Leute wieder zurückholen, was er da in dem Interview gesagt hat. Das sind ja wirklich in der Regel Fachkräfte, die Deutschland verlassen, weil sie keinen Bock mehr haben. Ach so, die zurückholen, ja, wäre auch eine Art Remigration. Ja, das stimmt schon, ja. Ich weiß, was du meinst, das hast du auch mal gesagt in einem Interview. Ja, aber in erster Linie müssen natürlich die hier nicht hingehören, weg. Das ist natürlich das Wichtigste, ja. Damals wurden rund 750.000 Anträge gestellt. Und dann liest man immer wieder solche Schlagzeilen. Da machen wir mal kurz hier Stopp, weil das geht ja alles sehr schnell. Siehst du die Quellen hier? Ja. Genau, da haben wir zum Beispiel Migration, Sorgen und Kritik an Landesregierung groß. Zieht Deutschland Sozialstaat Migranten an? Spoiler, ja. und Feser zur Kriminalstatistik. Integration stößt an ihre Grenzen. Als hätte es jemals Integration gegeben, aber. Ja, das gut ist das Ding. Also. Auch wieder so ein magisches Wort. Ja, Integration ist echt so eine absolut hohle Phrase. Also nicht Integration stößt an ihre Grenzen, sondern einfach Deutschland an sich, also die Zuwanderung, der Umgang mit Zuwanderung. Also Deutschland kann nicht jeden aufnehmen. Ja. Hört Sachen wie, zur Unterbringung von Geflüchteten mieten Städte und Gemeinden immer mehr Wohnungen an. Für Menschen mit geringem Einkommen wird es dadurch noch schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Angesichts dieses Konkurrenzkampfes droht sozialer Unfrieden. In der Summe kommen wir 2022 und 2023 in Richtung 2 Millionen Nettozuwanderer. Und die Bautätigkeit war im letzten Jahr bei 300.000 Wohnungen. Sie wird dieses Jahr vermutlich deutlich niedriger liegen. Das heißt, diese Bautätigkeit reicht natürlich nicht aus, um diese Zuwanderung eben aufzufangen. Da kann ich nachvollziehen, dass man der... Jetzt stellen wir uns das mal andersrum vor. Angenommen, es würden genug Wohnungen gebaut werden, dann wäre das gar kein Problem, wenn hier 5 Millionen Leute kämen. Alles gut. Alles gut, weil die Studenten finden ihre Wohnung. Ist doch alles super. Also es wird nicht mal bis jetzt zumindest nicht über den Fakt drüber nachgedacht, ist das überhaupt sinnvoll, dass die Migranten hier kommen? Wollen wir das? Ja, wenn wir genug Wohnungen hätten, dann alle rein. Juhu. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Das ist halt über den Wohnungsmarkt hinaus natürlich noch zu massiven Problemen führt, ja. Also von daher ist es ja wahrscheinlich schon fast gut, dass sich jetzt dieses Problem mit den Wohnungen stellt, damit die Leute halt mal aufwachen.
Also wie man es leider immer so sagt, es muss halt erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Also die Leute müssen erkennen, was das alles für Probleme mit sich bringt. Das ist nun mal leider so. Nervös wird und denkt, wenn ich jetzt schon keine Wohnung finde, wie soll das werden, wenn noch mehr Menschen kommen? Daniel sagt zum Beispiel, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Thematik mit Integration, mit Unterbringen und so weiter, dass man schon merkt, wir können viel und wir können auch viel schaffen, aber irgendwann ist auch unsere, sind unsere Ressourcen irgendwie am Limit, sei es Geld, sei es Wohnraum. Nicht nur Wohnraum, sondern auch ganz allgemein Geld spielt da eine Rolle. Wenn ich dann irgendwie sehe, dass irgendwie von einem Kumpel die Oma gerade so mit der Rente über die Runden kommt, dass man dann sieht, dass dort irgendwie zu wenig Geld da ist und dann andererseits sieht man oder hört man auch oft, ob das dann wie viel da war, Wahres dran ist, weiß man natürlich nicht, aber dass Leute hier Schutz und Geld kriegen, die eigentlich überhaupt nicht asylberechtigt sind, dann kann das unterbewusst, glaube ich, schon bei vielen so ein bisschen auch dieses Ungerechtsempfinden aufrufen. Ja, und das ist auch gut so, weil es genau so ist. Punkt. Ja, Punkt. Also, ja, ich kann da auch nichts mehr hinzufügen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schnitt an der Stelle einfach. Hm? Und steigen dann zu den nächsten Ansätzen im nächsten Video ein, ne? Genau, wir sind jetzt erstmal bei der Hälfte und wir machen einen zweiten Teil draus. Ich freue mich drauf. Bis dann, liebe Leute. Ciao. Tschüss.